Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg ist definitiv keine Insel. Weder was die Krise, hier Ursachen und Auswirkungen angeht, von noch mit Eigenarten, noch was soziale Ungleichheiten betrifft. Auch nicht, was die Auswirkungen aus der Krise angeht. Lützeburg ist auch keine Insel, was die Steuerhanerzählung angeht, auch wenn sie überproportional ist. Auch schon gut keine Insel in Bezug auf die Notwendigkeit, wie die Steuerhanerzählung Konsequenzen bekämpfen. Wir alle setzen Punkte, die ich in den nächsten 20 Minuten will angehen. Zur Krise. Nicht mal die Ursachen von der Krise sind abgeschafft. Aufgrund aller Masse am Gegensatz zu vielen Ankündigungen nicht river. Die Ursachen von der Krise sind da Menge mehr nur im Wesentlichen zwei. Die erste Ursache sind Grenzen vom Markt. Es können nicht mehr Wuren verkauft, wie Kaufkraft da ist. Und da als die Rentabilität von den Investitionen oder besser gesagt, der Wertungen an die Rentabilität von Investitionen auf Frage gestellt. Profitrat, wie die Marxisten sagen, ist nicht mehr so hoch, wie das Gesellschaftssystem das von Investitionen verlangt. Daraus steht etwas Zweites, was eine wesentliche Ursache von der Krise, nämlich Spekulation mit immer mehr Suchen, die nicht investiert gehen, mit ihren Spekulationssphäre gestartet gehen. Auch da gehe ich nicht auf Details an, jeder von euch und von euch kennt Konsequenzen von der Spekulationskrise, die dazu gefordert wird, dass Verluste verstaatlicht und Gewinne privatisiert sind. In ganz Europa gehen 5.100 Milliarden Euro abbrüht von den einzelnen Staaten, Tisch von den Steuerzahlern an den einzelnen Staaten, für die Schuldenkrise zu bekämpfen. Gekoppelt, ihr wisst, mit Austeritätsprogrammen abklären, die an den drei Ländern zu katastrophalen Situationen geführt haben, sprechen um dorthin zu weisen, was wir drin über Griechenland gesucht Guinness, mehr Portugal und andere Länder, als das nicht so viel ernst. Aber viel gestreng Zeitung, letztes Wort getitelt wird, über den Bericht über die Fondsindustrie. Fondsbranche hat Krise abgehakt. Fondsbranche hat Krise abgehakt. Dann wissen wir, wie ungleich wir gesehen, was Krise ist. Sie haben sie wahrscheinlich aufgehakt. Wir wissen aber, dass der ganze Europa nach für 1.000 Milliarden Faulkredite an Schrottpapieren am Umlauf sind, die auch noch irgendwo auftauchen bei Banken, die dann müssen gerettet gehen, auch von denen abgerüstet gehen, die bis jetzt schon alles abgerüstet haben. Weil wenn man in die Bilder guckt, wo zuen, die abgerüstet sind, hingegangen sind, da wir sehen, bei Banken von allem, und ganz wenig bei den Staaten, die eigentlich sollte geholfen kriegen, für bei Griechenland zu bleiben. Ich meine, Griechenland hat etwa 44 Milliarden von 270 Krit, die haben sie bei den Banken auf einer Platz gegangen. Von den 44 Milliarden sind sie direkt müssen 33,5 auf dem Durchschnitt für den nächsten Zinsrat zu bezahlen. Aber die Leute sind sicherlich nicht gekommen, dass wir nicht in einer Situation mit 31% gekürzt gewesen. An Situationen sind, wo Leute ihr Kanner müssen aufgehen, weil sie keine Mittel mehr haben, für sie zu ernähren. Trotz Zweckoptimismus ist die Krise also nicht river. Und ein von den Zielen von der Krisebewältigung, das wird vielleicht auch nicht genug diskutiert, da müssen wir auch mal mehr darüber diskutieren, ist eigentlich das nicht nehmen, für verspekuliert, faul Kredite aus der Welt zu schaffen, auch durch Bad Banken und so weiter, mit all den Mechanismen. Aber eine von den wesentlichen Voraussetzungen für die Krise zu verwandeln, ist die Herstellung von einer Profitrat, am marxistischen Sinn vom Wort, die den Kapitalisten erlaubt, rentabel, mehr rentabel wie an Spekulation zu investieren. Und für das zu erreichen, da sind wir noch lange nicht.
Für das zu erreichen, brauchen wir weiter Kürzungen von den Abkommen, von den Leuten, die arbeiten, gehen um 30%, 40%, 50%. Also, über das, was in Griechenland geschieht, ist mehr ganz Europa. Für das zu erreichen, brauchen wir ganz viele Betriebe, die dann müssen stillgelöst gehen. Für das zu erreichen, werden wir konfrontiert gehen mit ganzen Regionen, die wirtschaftlich Bruch gelöst gehen. Da sind wir noch nicht. Gott sei Dank. Oder Merk sei Dank. Oder dank dem Widerstand von den Leuten. Mit dem, dass das geplant dass wir die Krise überwinden. An all Gerät von der Überwindung von der Krise, auch besser als falsch, solange wie das Ziel nicht erreicht ist. Und wir wären es dagegen, dass das Ziel erreicht wird. Die Konsequenzen von so einer Politik kennen wir. Soziale Ungleichheit überall in Europa holen zu, auch zu Lützeburg. Ich will erinnern an ein Beispiel, was Nende Friedrich gesagt hat. Europaweit, meine ich, gedurcht 50% von der Bevölkerung, die just 5% vom Reichtum haben, 10%, die 60% haben. Auch das kann ich zu Lützeburg nur vollziehen. Wir brauchen nicht mehr den Sozialpanorama vom OGBL oder sogar den Sozialalmanach von der Caritas zu gucken, für die Schifferen zu fangen. Zu Lützeburg hat den ewigsten 10% von der Bevölkerung 2010 6,4 Mal mehr über Besitz wie den innersten 10%. Den ewigsten 5% hat zu Lützeburg 11,3% mal mehr wie den innersten 5% von der Bevölkerung. Das ist identisch wie in Deutschland. Es geht nämlich 11,3, 11,2 Mal mehr für die 5 ewigsten Prozent wie für die 5 innersten Prozent. Das wird ähnlich, dass wir in Deutschland Das zu Lützburg waren wir 2000 beim Verhältnis von 5,5. Das hat sich verdoppelt. Das die reichsten zu Lützburg doppelt so reich gewesen wie von den 5% Ärmsten in Deutschland, dass das Verhältnis von 7,4 Mal oder 11,2 Mal abgegangen. Aber wir wundern das, mit Gott nicht darüber geschwärt, dass die Gewerkschaften, die Chambre des Salariés, so, dass in den letzten 10 Jahren Reallein, nicht Nominallein, Reallein um 2,7% raufgegangen sind. Wir haben Reallohnkürzungen an den letzten 10 Jahren zu Lützeburg. Durchsache Kinder, Indexmanipulation, das wird im Moment durch einen anderen Sektor in der Fall als Kollektivverträge, die nicht erneuert gehen, ein Patronat wird durch immer mehr hergeht. Und dann ist es normal mit dem, was Serge gesagt hat, dass Leute gesagt hatten mit dem Business as usual von einer CSV, die gemeint hat, Land an guter Gutsherrenmanier als Junkerin, nicht Junker, mit CK, mit Junkerin, vom Hochadel zu regieren. Also wie bei der Französischen Revolution, Junkerin verjagt gewesen. Und Lützeburg hat gemeint, sie hätten bei den letzten Wahlen auch Junkerin aus der Regierung verjot. Mehr an Platz von den Junkeren kommen Vertreter von den Oligarchen. Oligarchen geht nicht nur nach Russland, Oligarchen, Finanzoligarchen geht dann der ganzen Welt. Also ein gut Lobby. Die PA ist ein gut Lobby von hinten. An Vertretung von Oligarchen ist mal nicht kontradiktorisch zu der Existenz von einer parlamentarischen Demokratie. Und wir erleben im Moment, dass es möglich ist, für eine parlamentarische Demokratie eine Vertretung von Oligarchien unter Macht zu halten. Einerseits haben sie angekündigt, eine Reihe Gesellschaftsreformen zu machen am Zivilrecht und in Beziehung zu den Religionen. Andererseits haben sie klar und deutlich gesagt, dass es hinten drin geht, die Finanzoligarchie zu schützen. Die DP lässt keiner Zeit einen Zweifel drin, worum es hinten geht, nämlich dort drin. Und die LSAP, wie ich schon viel darum hat die Junkeren, mehr auch die Gring, denen hier ein Bezug zur sozialen Realität von den Leuten immer mehr wackelig war, schon immer mehr wackelig war, noch nach As, und direkt so gesagt, sie gingen da mitmachen, also sie machen mit. Auch an der Hinsicht ist Lützeburg keine Insel. Lützeburg ist eine Klassengesellschaft mit einer Regierung, die die Herrschenden schützt und verteidigt und bei denen hält, die müssen schaffen gehen, für ihre Lebensunterhalt zu verdingen. Dabei ist zu Lützeburg der geschaffene Reichtum enorm groß. Die Produktivität von einer geschaffenen Stunde zu Lützeburg ist die höchste von der Welt. Für alle investierten Euro zu Lützeburg geht es 2 Euro an Platz. Der Retour von 2 Euro.
Das 1,5 mal mehr, oder 147%, wie an den USA. Aber 54% vom geschaffenen Reichtum zu Lützburg gehen an Gewinner und 46% an Lehen. Das ist an der EU 60%, die an Lehen gehen. Zu Lützburg 46%. Ob die Erde weiß, kriegt Salariat zu Lützburg alljährlich rund 6 Milliarden für ein Teil. Wenn man nicht mit der europäischen Moyen gegen die Ehre von der Verteilung vom geschaffenen Reichtum hat Lützburg Salariat alljährlich 6 Milliarden mehr. Und nicht mehr 40% vom geschaffenen Reichtum reinvestiert. Der Rest geht auf andere Plätze. An Europa sind das, oder an unseren Nordbeschländern sind das 60-70%. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Und zum Schluss, wenn wir den Schiffern abzuhalten, für 100 Euro geschaffene Mehrwert zu Lützburg bezahlt der Patron 21 Euro Steuern und Sozialaufgaben. An der Moyen von der EU sind das 42. Das heißt, genau das doppelt. An der Deutschland sind das sogar 41, an der Belgien 57, an der Frankreich 65. Und dann kriegen wir andauernd gesagt, Lützburg hat ein Kompetitivitätsproblem, es muss ihnen den Betrieber helfen, weil da das Problem leidet. Der geschaffene Reichtum wird nicht immer schlecht verdient zwischen denen, die Zürn haben, an denen die arbeiten gehen, geht doch insgesamt schlecht verdient, an dem Sinn, dass das Armutsrisiko zu Lützburg immer mehr zuhält. 13,6% von der Bevölkerung, die kennt die Schiffer. Wir müssen aber wissen, dass zum Beispiel alle zwei Familien monoparental an einem Armutsrisiko lebt. Das heißt, Prekarisierung von vulnerablen Schichten geht immer mehr groß an. Kann man wiederholen, nicht weil von der Aktualität, dass für die nächsten Jahre durch Sozialtransfere nicht wären, dann wird Teilchen von der Bevölkerung zu Lützburg an der Armutsgrenze leben. Das nicht mehr durch Sozialtransfere, wo das sich auf 13,6%, also bald auf der europäischen Moyen reduziert, ohne Sozialtransfere wird das Teilchen von der Bevölkerung. Darüber muss ich denken, wann an nächster Zeit gesucht wird, Sozialtransfere müssten mehr selektiv verteilt gehen. Und dann die letzte Schiffer. 2010 gruten 9.500 Städte in RMG mehr. Und das ist etwas erschreckend, dass 7.000 von den 9.500 Städten hatten in eigenen Abkommen. In eigenen Abkommen, weil es also mal nicht durchgeht, für den Mindestlohn, für den RMG zu kommen, der nach einer der Armutsgrenze sowieso leidet. Und gerade 12 von den RMG-Spezieher, die in eigenen Abkommen sind, hat drastisch zugeholt in den letzten 10 Jahren. Und alles das tut natürlich auch mit Steuerpolitik zu tun, die eigentlich gedurcht ist, für umzuverdelen, für soziale Gerechtigkeit zu schaffen, für die, wie Herr Juncker sieht, die Breitschilderen, dass die sollen drohen, was andere brauchen, mit einer korrekten Progressivität, die man nicht tut. Lützburg hat ein Budget von 14 Milliarden, davon gehen 6,2 Milliarden sind Direktsteuern und 3,7 Milliarden Indirektsteuern. Mit wem bezahlt was davon? Und das ist interessant. Betrieber haben 2013 1,5 Milliarden bezahlt aus Steuern. Kapitalsteuer, Kollektivität. Lohnsteuer war 3,7 Milliarden. Das heißt, was immer gesagt worden ist, dass ein Drittel von den direkten Steuern von den Betrieber wie an zwei Drittel von den Leuten, die arbeiten gehen, stimmt schon nicht mehr. Das ist schon ein Viertel zu drei Viertel. So schnell ändert das sich. Und das auch nicht mit 45% von den direkten Steuern, die von den Salarien bezahlt gehen, mehr weil über 50. Nach ein Beispiel, oder letztes Beispiel von der Steuerpolitik, was ich ganz frappant fand. Bei der Lohnsteuer. Lenk Personal, was beim Staat schafft, also in Lohnsteuer bezahlt, was schon eine Steuer, also bei einer korrekten Pi, sicherlich mehr korrekt für die vom Privatsektor, lenkt Personal vom Staat bezahlt 852 Millionen Lohnsteuer. Die Fangenindustrie zu Lützburg bezahlt 88 Millionen Steuer.
Fongenindustrie, ich komme nach darüber zurück, was das ist. Was das ist, das ist um Niveau so. Sogar, wenn ich die Fongenindustrie, Lebensversicherungen, Banken und Société de Participation Financière zusammenzählen, zählen die 622 Millionen Steuern. Männer wie Beamten und Derbichter vom Staat, die da 852 bezahlen. Das ist die Steuerrealität zu Lützeburg. Und gerade die Steuerpolitik will die Regierung weiterführen und ausbauen. Nicht nur durch die Steuertabellen, die du gepasst gehen, als wird schon der Menge per Prozent und die Inflation wird per Prozent erreicht. Nicht nur durch, dass sie nur denken, für ein Terrain national anzufeiern, wo die Belgien 32 Milliarden verloren haben, aus Steuern kommen, durch den Terrain national. Ein Terrain national heißt, wenn ich investiere, dann ist es, wie wenn ich so alleine gegangen wäre, ich kann es verrechnen, wenn ich es alleine gegangen wäre, und dann kann ich es dementsprechend von Steuern aufsetzen. Die Regierung zeigt nur da. Mir wusste gar nicht, zeigt, dass sie in ihrem Willen für Multinational-Filialen zu Lützburg umzusiedeln, durch das sie hinten high günstig Konditionen schafft, ein Umfeld schafft, was weiß, dass Betriebe und Finanzkapitalgruppen zu Lützburg es gut haben. Darunter lässt sich kein Zweifel, sogar wenn es um den zweitgrößten Waffenproduzenten von der Welt geht, den sie zu Lützburg wollen, umsiedeln. Aber parallel gehen sie nur noch rot für Resolutionen aufzustimmen gegen den Ersatz von Waffen an Kriegsgebieten für dabei können. Aber es ist auch kein Zweifel daran lassen, dass das nicht nur, was sie oben wollen machen, mehr auch was sie unten wollen machen. Selektiv-Sozialpolitik soll darüber rauslaufen, für massiv Suchen zu spüren, bei denen Suchen, die bis low und die Leitgänge sind, die zu Lützburg leben, wohnen und schaffen. Und Fortsetzung von der Indexmanipulation. Das ist ja auch nur ein Beispiel davon. Aber nicht da lesen, dass Freunde wählen, den Alex Baudry gesagt hat, wir sind für die Herstellung vom Index. Und in Ausnahmesituationen von Krise müssen sie vielleicht darüber nachdenken, ob ich nicht modulierten Index weiterfährt. Aber wie einige Freunde, für das dann Ausnahmesituationen, weil das ist von der Wurst um 2% leid. Los, ich schätze mal von den Wurst von 3,2%, weil das, was soll bleiben, als die Indexmanipulation. Was soll bleiben, das ist der Tatsache, dass dann in den letzten Jahren Leute, die heute Lützburg schaffen, schon denke, 1,5 Milliarden durch die Indexmanipulation geklaut kriegen, das soll in den nächsten Jahren vorgeführt gehen. Aber wenn wir die Akzente gucken vom Budget von diesem Jahr lang, Personal beim Staat spuren, das ist mehr Schlechtdienstleistungen, evidenterweise, weil Leute langweilen sich nicht, ob da keine Geldversicherung oder anderen Plätzen. Friedefunktionement, Telefon für die Studenten. Aber die Studenten sind mir ganz klar und ich meine, dass doch absichtlich ist, für gerade bei den Studenten zu weisen, dass die will spuren, auch wenn es darüber rausläuft. Und ich meine, dass das erwiesen, dass die mit der neuen Hölle sogar Männer kriegt, wie mit dem Kannergeld für drin zum Teil. Und mit der neuen Hölle Leute, die hier Studien engagiert und nicht sicher sind, ob sie überhaupt können, weiterfeiern. Die Regierung hält darüber. Und ich hoffe, ich komme nicht nur noch auf Mobilisierung, ich hoffe, dass all die, die zuletzt im System wieder satt tun, dass die Pferde springen, für sich zusammen zu tun, ein Aktionskomitee zu machen und durch Mobilisierung an der Straße mit uns zusammen an der Chambre das zu verhindern. Auch Diskussion über TVA weist. Kann ich das Fass auch hören? Ja. Merci. Auch Diskussion über TVA weist, wo es hingeht. Lützburg hat immer eine nische Politik gemacht. Benzin auf der Grenze, elektronische Commerz. Durch den elektronischen Commerz gehen nächstes Jahr 1,2 Milliarden angezogen. Bezahlen Leute, die Männer. Ich meine nicht. Die 1,2 Milliarden, die da angezogen, die guten Betriebe zu gut geschrieben. Die Betriebe nicht brauchen zu bezahlen. Du hast die Sende, die du mal kommst, bezahlt gehen und so weiter. Wie wird geht noch mehr von den wegfallen? 600, 700 Millionen. Die sollen bei den Konsumenten angezogen. Merci. Die sollen bei den Konsumenten gespürt gehen. Das heißt, du, wo ein nicht geschaffen gehen hast. Entschuldigt. Da, wo ich nicht geschaffen bin, mit den Leuten, die zu Lützburg wohnen, erschaffen, die überhaupt nichts zu tun haben, von denen zugeht, da kriegen Leute, die zu Lützburg wohnen, erschaffen, so, das bezahlt dir. Jeder von euch bezahlt 2% mehr TVA, auch von dat an der Moyenne insgesamt heißt, dass den Römenkeier mehr Prozent bis 1,5% in der Situation mehr arm geht. Das weist, das, was die Regierung will es wird. Und
kann man sich als etwas bewusst. Nächstes Jahr geht das auch noch alles mehr schlimm. Mit LSAP und mit Geringen. DP ist Methodologie. Für das Budget nächstes Jahr zu machen, mit meinen Kindern zu summen, als eine Methodologie, die darüber rausläuft, für nach mehr bei den Leuten, die schaffen gehen zu spuren, und für denen, die sowieso den dicken Frick haben, für denen nach mehr zur Verfügung zu stellen. Und die ungekündigte kopernikanische Revolution, wie DP und Herr Gramenia, so ein Kopernikus, der das schon dir gesagt hat, dreht nicht alles rund um die Erde, rund um die Sonne. Ich meine, das geht eine kopernikanische Konterrevolution. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil wir bis lohn in den letzten 50 Jahren ein System aufgebaut haben, den trotzdem nach bisschen hingegangen als zu und geholt, wo sie sind, als sie umverdeelt wird. Das muss ich nicht konsequent weitertreiben. Mir hat das nicht weitergegriffen, das hat die Draht zurückgeschraubt. Das heißt, die Draht von der Geschichte geht noch angedreht. Also sie werden wegkommen vom System, dass die, die zu und haben, dass die mehr sollen dazu beitragen, für die, die keinen zu und haben. Und ich meine, McKinsey, die dem Sarkozy-Sing mit Budgetmethodologie gemacht haben. Nicht eine andere Regime, Sarkozy-Sing. Die holländische und die englische Budgetmethodologie gemacht haben, die werden ihnen schon erklären, wie ihnen das möchte. Und ich ging aufhören mit dem Blödsinn, dass sie mein Kind sie geholt hat, und immer weil ein Finanzminister sein Mädchen da geschafft hat, sie mein Kind sie aus ganz anderen Ursachen geholt. Und das ist just, das wird dann als ein Erbisch da abgehen, für das sie können mein Kind sie halen. Kriegt auch sicher, aber bestimmt ein gut anderer. Ich wünsche ihm das. Steuerhahnerzählung. Und ich gesagt, Steuerhahnerzählung ist zuletzt bei einer Realität, gibt mal den Bericht von Jean-Luc Crecquet als Deputierten, der von Jean-Claude Juncker beauftragt war, über Steuerhahnerzählung zu schwätzen. Ich weiß, der Betrag nämlich 500 Millionen Mengen ist. Steuerhahnerzählung ist eine Realität an der EU, was TVA, wo geht die indirekte Steuer, wo geht die relativ heiße, also als Chiffreie, gibt mir Steuer an Kapitalflucht als eine Realität auf Weltebene. Ich sind nicht mit all seinen Konklusionen d'accord. Mit dem, was Gabriel Zucman, ein französischer Ökonomist, von Feen abgelöscht hat, aus einem Buch, was schon zuletzt ein bisschen heisch fertig geschaut hat, als von den Feen hier nirgends kontestiert ging. Und die Feen sind die, das lenkt zum Beispiel die Schweiz von 1.800 Milliarden so profitiert, die in anderen Ländern zugießen. Kapital an Steuerhahnerzählung. 1.800 Milliarden an der Schweiz. Dadurch verliert Europa lang. All Jahres europäische Staaten 130 Milliarden von dem, was eigentlich an Steuer ankommen ist, zu gut, dass die verloren gehen durch die Kapital- und Steuerflucht an die Schweiz. Aber von den 1.800 Milliarden, die an der Schweiz leihen, sieht der Zuckmann, leiht ein Drittel zu Lützburg an der Fondsindustrie. 600 Milliarden leihen zu Lützburg an der Fondsindustrie. Aber wenn ich an die Fondsindustrie gucke, die sieht, sie hat einen Krieg aufgehakt. So und zu gleicher Zeit, es gibt besser gehen wie je. Vor welchen, was zuletzt bei der Fondsindustrie gegen Verwalt geht, da gibt es im Moment auf 2.600 Milliarden beziehen. 2.600, das ist mehr, wie das wird an der Schweiz versuchen, an der Zuge Leid zuletzt bei der Fondsindustrie. Und auf den 2.600 Milliarden bezahlen sie 180 Millionen Steuern. 180 Millionen Steuern. Sogar, wenn ich alles mit GIF anrechnen, was Banken an Finanzgesellschaften, alles zu Lützburg für Steuern bezahlen, da wird das Längum Vermögen von der Fondsindustrie wird das 0,006% Steuern, die an der Fondsindustrie bezahlt. Wahrscheinlich wesentlich Männer. Wir haben morgen ein wichtiges Thema gehabt, ich komme zum Schluss. Wir haben ein wichtiges Thema gehabt, das war Lützburg an Europa. Ich habe mich schon dahin interveniert, um zu sagen, dass wir mit Lützburg, die Politik, mit der wir zu Lützburg konfrontiert sind, die Decisionen noch immer von der Chamber, sind nicht zu trennen von dem, was an Europa diskutiert wird. Ich meine, das ist auch ein Credo vom Kongress, den ich nicht brauche anzugehen. Ich gebe ein Beispiel, für das aber trotzdem zu illustrieren. Das ist effektiv, weil wir die Einzigen sind, die am Niveau, am politischen Niveau nach zu so Zielen stehen. Zum Beispiel Klimaziele. Für zu verhindern, dass der Atmosphäre so zuhält, dass Milliarden von Menschen am Horizont 2050 müssen plündern, weil hier Lebensgrundlage zerstört ist. Das ist das, was geplant ist. Und alle Menschen wissen,
All Mensch weiß, dass das nicht verkauft verhindert geht mit den Klimazielen, die der Europäische Kommission sich login hat, von 40% CO2-Reduktion und von 27% erneuerbaren Energien. Wir haben abgeworfen in der Chamber, dass man das müsste kritisieren als Chamber. Sie haben gemerkt, ich habe gesagt, ja, 40% sind wir d'accord, aber von 27 müssen auf 30 gehen. Wie mir gesagt, da kommen wir mit Klimazielen, die die Europäische Umweltorganisation und zu Lützburg eine Organisation wie Votum Klima, wo trotzdem wo wir Ökologie dran ist, wo Greenpeace dran ist, wo STM dran ist, die haben eine Revue hatten mit dem Minister, mit der Ministerin Duisburg an Bausch, an, der an dem Staatssekretär Gira. Wo sie ihnen das erklärt haben, die so 40% CO2-Reduktion geht nicht durch. Es muss mindestens 15% mehr sein bis 2030. Man schwätzt von Horizont 2030. Und für 27% der erneuerbaren Energien auf 30 Sekunden, das ist ein Witz, weil lang, wenn ihn die Industrie gewährt lässt von der erneuerbaren Energie, könnte ich schon auf das Ziel. Da muss man auch wesentlich mehr weit gehen. Wir haben eine Motion an dem Sinne in der Chamber rabbrücht. Und da stimmen zwei Leute dafür. Zwei Leute, das Herrsch und ich. Das weiß die Realität von dem, wie in unserer Chamber Kräfteverhältnis ist, wie sie von der Gesellschaft da draußen, wo ich menge, trotzdem, was die Umweltorganisationen in ganz Europa noch zu Lützburg sagen, trotzdem nicht an der Froh, nicht egal wer das. Ein anderes Beispiel, dass das vom Freihandelsaufkommen ist, mit Amerika, wo zwei Leute für den Stopp vom Freihandelsaufkommen gestimmt haben. Während da draußen die ganze Gesellschaft, und inzwischen sei doch nur JBL, auf der größten Runde müssen wir mal Ökologie sagen, nee, nicht verhandeln für hier und da etwas zu ändern, stoppen, weil es wird als Grundlehr Futti machen. Okay, 2 Minuten, kein Problem. Was wesentlich ist in nächster Zeit für die Link? Und es ist nicht nur mir für Heilo ein Aktionsprogramm durchzulegen. Was wesentlich ist für die Link in nächster Zeit? Das ist die Notwendigkeit von gesellschaftlichen Mobilisierungen. Für zu mengen, wir wären eine weitgehende parlamentarische Kraft, die hier nicht mehr da soll machen oder hauptsächlich da soll machen, als ein Fehler. Ich meine, hier mengen kein, dass du bist das Heinz der Werdung, dass das so soll sein. Nehmen, wenn es zu gesellschaftlichen Mobilisierungen kommt, von der Gewerkschaft, von der Umweltorganisation, und da geht ein Entrevue an die Kommunikation in der Tür, das geschieht an der Straße. Nehmen dann, als es möglich, für ein Kräfteverhältnis zu schaffen, für ob das, was die Regierung hier alles will, Abfluss zu kriegen. Und wir sind bereit, für an der Chamber den Relais zu holen, das zu übersetzen, das dran zu bringen, was in der gesellschaftlichen Mobilisierung geschieht. Wenn wir das länger an der Chamber merken, das ändert gut nichts. Natürlich muss ich nicht merken. Natürlich muss ich auf Sachen hinweisen, muss ich Sachen abdecken. Mit Veränderung geschieht nicht mehr durch Kombination von der außerparlamentarischen Opposition mit der parlamentarischen Erbe. Und dann schließe ich da mal auf, muss ich sagen, dass als Möglichkeit von dieser parlamentarischen Erbe, dass die sich klar verbessert haben. Ich, dass man nicht nur einen deputiert, wir sind zu zwei. Natürlich, wir sind nicht zu zwei, wir sind zu vier. David und Mamart, die da ein ganz wichtiges Erbisch leisten. Als Erbischkonditionen haben sich verbessert, als Räumlichkeiten haben sich verbessert, als Redezeiten haben sich sehr gut angepasst. Wir können nur als Einzeldeputierte Motionen und Resolutionen Resolution erreichen. Als da ist eine Verbesserung geschieht, weil die Resultate das von zwei Sachen, nämlich erstens, dass dann der Chamber, außer von uns, wir haben keine Opposition mehr, gibt, weil der Rest ist eine große Koalition für die Spuren und für die Verteilung weiter von innen nach oben. Sie sind sich alle eins. CSV ist sich eins mit der Regierung und der Grund sich, also gut nach der als mit der Politik d'accord. Und das ist die Engelse, weil wir am Fungel an der Chamber die Einzigen sind, die wir hatten, eine andere Meinung da können rabringen. Und die zwei Dörse aus denen, dass einfach auch höchst Zeit gehen hat, für auch kleine Bewegungen, politische Bewegungen an der Chamber trotzdem Möglichkeit zu geben für minimal demokratische Debatten. Bis dann, Länder, das herrscht für drin, die war an denen von immer ein Fünftel deputiert. Er hat nicht Rechte von einem Deputiert, er hat nicht Rechte von einem Fünftel. Er muss nicht mehr mit anderen 50 zusammen gehen. Das hat sich geändert. Mit einer Schlussfolgerung will ich auch hier streichen, dass die Notwendigkeit von außerparlamentarischen Initiativen für die Link ein zentraler Moment bleibt, von dem was man musste garantieren. Parlamentarisch habe ich mängisch als garantiert. Und an der Kombination von den zwei werden wir das erreichen, was Leute da draußen legitim recht tun, für sich von einer wirklich linken Bewegung zu erwerben. Merci.